In der ORF-Pressestunde betont Ed Stadler, dass die Regierung verschiedene Experten einbezogen hat und keiner gesagt hat, dass dies nicht möglich sei. Außerdem hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte im Falle einer Impfpflicht für Kinder in Tschechien dies schon bestätigt. Die von der FPÖ geforderte Vorabprüfung durch den Verfassungsgerichtshof kann es nicht geben, weil das nicht vorgesehen ist, so Ed Stadler. Sie verweist aber darauf, dass die Bürger nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten haben. Die ÖVP Die Ministerin ist auch der Ansicht, dass eine Impfpflicht ein geringerer Eingriff sei als der am morgigen Montag beginnende Lockdown. Sie gesteht zu, einen solchen Schritt bis vor kurzem noch ausgeschlossen zu haben, aber die Realität hat sie angesichts der niedrigen Impfquote und der hohen Infektionszahlen eines Besseren belehrt. Für Personen, die sich nicht daran halten, soll es Verwaltungsstrafen geben. Man wird aber zuerst die Menschen zu einem Impftermin einladen und erst dann, wenn das nicht fruchtet, Geldstrafen aussprechen. Die Höhe der Strafen lässt sie offen. Sie kann sich aber eine abgestufte Vorgangsweise vorstellen. Eine Richtschnur könnte die bis zu 3.600 Euro sein, die in einem Entwurf für die geplante Impfpflicht für Gesundheitsberufe schon enthalten sind. Ausnahmen werde es jedenfalls geben für Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Die Frage, wie lange die Pflicht gelten soll, wird im Gesetz noch zu regeln sein. Ed Stadler kann sich aber vorstellen, dass die Dauer bis zum Erreichen einer bestimmten Durchimpfungsrate reichen kann. Das Mindestalter muss mit Experten noch geklärt werden. Dass der neuerliche Lockdown nun wieder notwendig ist, darüber zeigte sich Ed Stadler grantig, frustriert und traurig. Sie gesteht zu, dass die Regierung zuletzt kein gutes Bild abgegeben hat. Manche Entscheidungen sind zu spät getroffen worden und nachträglich betrachtet hätte man im Sommer auch mehr Impfkampagnen machen sollen. Auch wenn die Regierung zuletzt kein gutes Bild abgegeben hat, würden jetzt wieder alle an einem Strang ziehen, um die Glaubwürdigkeit wieder zu steigern. Ed Stadler zeigt sich fest überzeugt, dass die türkis-grüne Koalition bis zum Ende ihrer Legislaturperiode im Herbst 2024 halten wird.